Heute zeige ich euch, wie ihr eine Illustration mit einer solchen Goldfolie veredeln könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Aquarellkarton. Außerdem eure Aquarellfarben. Hier reicht in dem Fall eigentlich nur eine Farbe, die wir als Hintergrund verwenden. Natürlich Wasser. Einen großen Pinsel, weil wir haben auch eine große Fläche, die wir bemalen möchten. In dem Fall habe ich wieder den Cosmotop Spin von DaVinci verwendet in der Größe 10. Außerdem braucht ihr noch einen Bleistift, am besten einen, der nicht zu weich ist, damit ihr die Graphitspuren am Schluss wegradieren könnt. Natürlich ein Radiergummi. Außerdem einen Fineliner. Wir benutzen hier den von Stabilo, das ist der Sensor. Und zu guter Letzt für die Veredelung, also für die Goldfolie, einen Klebestift. Wir haben jetzt hier einen verwendet, der eine sehr, sehr feine Spitze hat. Das heißt, ihr könnt damit sehr, sehr fein auf eurer Illustration arbeiten und dann im nächsten Schritt die Goldfolie auftragen. Wir haben die Goldfolie von Paper Poetry bekommen, in einem richtig schönen Gelb-Goldton. Die gibt es aber auch noch in vielen anderen Farben. Im ersten Schritt werden wir jetzt den Hintergrund aquarellieren. Dafür habe ich mir hier einen Roséton zusammengemischt und den werde ich jetzt auf mein Papier bringen. Jetzt lasse ich alles gut trocknen. Im nächsten Schritt könnte ich jetzt also eine kleine Illustration überlegen, die auf euren Aquarellhintergrund platziert werden soll. Ich hatte ja mir das hier als Vorlage überlegt. Also werde ich mir jetzt mit dem Bleistift ganz grob das zwei kleinen Vorzeichen, einfach damit ich ungefähr weiß, wie die Proportionen sind, und anschließend mit dem Stabilo-Sensor einmal nachziehen. Wenn ihr mit eurer Illu zufrieden seid, dann geht es jetzt auch schon ans Eingemachte, nämlich an die Goldfolie. Die tragt ihr auf eure Illustrationen auf, indem ihr einen Klebestift verwendet. Dafür geht ihr hin und bestreicht mit eurem Klebestift manche Stellen eurer Illustration. So, den Kleber lasst ihr jetzt ein paar Minuten oder ein paar Sekunden trocknen. Der muss nämlich ein bisschen antrocknen, bevor wir mit der Folie drüber gehen. Und anschließend nehme ich mir meine Folie und lege sie einfach mit der goldenen Folienseite nach oben auf meine Illustration. Nehmen wir mir dann anschließend ein Tuch und dann reibe ich so ein bisschen die Folie vorsichtig auf das Papier. Und jetzt sieht man auch ganz schön, an manchen Stellen bleibt die Folie kleben und da fahre ich natürlich nochmal doppelt drüber, weil da soll später auch die Folie haften bleiben. So, und im letzten Schritt wird es jetzt nochmal spannend. Jetzt ziehe ich die Folie ganz vorsichtig ab. Und ihr seht schon, die Goldfolie bleibt auf der Illustration. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit anderen Untergründen machen, also nicht nur mit Aquarellpapier, sondern zum Beispiel haben wir ja mal dieses schöne Büchlein damit gestaltet. Hier haben wir sogar so kleine Sprenkler imitiert mit Gold. Das geht auch ganz wunderbar. Ja, und jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Wir freuen uns natürlich immer über eure Ergebnisse. Wenn ihr die mit uns auf Instagram teilt, dann verlinkt uns doch sehr gerne. Viel Spaß dabei!